Die Zeit drängt. In knapp 3 Wochen wird hier in Bodenmais ein neuer Bürgermeister gewählt. Seit Michael Adams Wahl zum Regener Landrat führt Johann Sturm von den Freien Wählern kommissarisch die Geschäfte der Marktgemeinde. Mit der Bürgermeisterwahl hat dann ein ganz neuer hier das Sagen. Wer das sein wird, darüber entscheiden rund 2800 wahlberechtigte Bürger am 26. Februar. Ich erwarte mir von Bürgermeister, von neuem Bürgermeister, dass es von Tourismusverband ein bisschen Änderung gibt, dass der Billigtourismus, der Massentourismus ein bisschen zurückgeht. Die einzige Erwartung, die ich habe, dass das von Michael Adam die Schritte weitergeführt werden. Das, was ich mir wünschen würde, wäre die Zusammenarbeit wie vorher mit Herrn Adam zum Beispiel, dass es genauso funktioniert. Dass er den Ort weiterbringt, Arbeitsplätze herbringt für unsere jungen Leute, dass die auch da bleiben können. Und den Tourismus auch ein bisschen vorwärts bringt. Die produktive Fortsetzung der Arbeit von unserem bisherigen Bürgermeister Michael Adam. Fakt ist, Bodenmais lebt vom Tourismus. Allein im vergangenen Jahr konnte die Marktgemeinde knapp 900.000 Übernachtungen für sich verbuchen. Und es ist noch Luft nach oben. Da ist sich die Bodenmaiser Tourismus und Marketing GmbH sicher. Der unerwartet große Erfolg auf dem hart umkämpften Reisemarkt ist nicht zuletzt auch auf das gute Zusammenspiel zwischen Marktgemeinde und Tourismus GmbH zurückzuführen. Ich bin sicher, dass wir mit allen drei Kandidaten gut klarkommen, weil alle drei Kandidaten wirklich vollständig hinter der Arbeit der Tourismus GmbH stehen, auch hinter den Projekten wie das Wellvital Gesundheitszentrum und viele andere Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben. Ich bin sicher, dass wir die Chance haben, mit einem neuen Bürgermeister auch neue Impulse zu setzen. Eine ganz drängende Aufgabe für den Ort, aber für die Touristik ist natürlich die Neugestaltung der Bahnhofstraße zu einer Flaniermeile. Das ist für die touristische Entwicklung sehr, sehr von Bedeutung, aber auch für den Einheimischen. Noch sitzt Bodenmais auf einem Schuldenberg von knapp 15,5 Millionen Euro. Damit ist der Spielraum für den nächsten Bürgermeister drastisch eingeschränkt. Der strikte Sparkurs von Vorgänger Michael Adam wird aller Voraussicht nach wohl beibehalten werden müssen. Darüber machen sich auch die Bürger keine Illusionen. Zuerst muss man sparen, bevor man wieder einmal was ausgeben kann. Geht nicht anders. Wenn halt kein Geld da ist, was soll man es hernehmen? Werden wir schon neue Sachen anfangen können. Ich denke da insbesondere an die Bahnhofstraße oder dann den Umbau von unserem alten Kurhaus. Das bleibt nichts anderes über, sonst werden die Schulden nicht weniger. Als größter Arbeitgeber in der Region kennt Josef Kagerbauer natürlich die Probleme in der Marktgemeinde. Seine Empfehlung an den neuen Bürgermeister? Gegenüber der Region würde ich sagen, dass wir mit den anderen Gemeinden sicherlich im Verbund arbeiten müssen. Der neue Bürgermeister hat einen neuen Landrat. Der neue Landrat hat die Geschicke Bodenmais gelenkt. Es ist ideale Voraussetzung, würde ich sagen. Und darum würde ich den neuen Bürgermeister empfehlen, schon sich auch mit dem jungen neuen Landrat da eng zusammenzuschließen und mit den anderen Bürgermeistern einfach einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Sparen, gut und schön. Und doch müsse man aber auch an die Zukunft denken, so Kagerbauer weiter. Junge Menschen in der Region halten, ihnen Perspektiven geben. Keine leichte Aufgabe für den neuen Rathauschef. Auch die Bürger sind sich momentan noch nicht sicher, welcher der drei Kandidaten diesen Kraftakt am besten bewältigen könnte. Also ich bin eigentlich unentschlossen momentan noch. Ich weiß meinen Kandidaten schon, ja. Ich bin auch nicht sicher, wen ich wähle, weil ziemlich das gleiche Programm von allen drei Kandidaten ist. Es bleibt also spannend. Wenn Sie auch noch nicht wissen, wo Sie am 26. Februar Ihr Kreuzchen machen, dann kann ich Ihnen unsere Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten empfehlen. Und zwar am kommenden Dienstag ab 19 Uhr bei Joska Kristall. Bis dahin, Servus.